So, ich habe es angekündigt. Hallo bei einer neuen Folge, einer neuen Aufnahme eines neuen Spiels. Was wir jetzt dabei haben werden, und zwar, es handelt sich um nichts anderes als das super tolle, klasse Megaspiel, die Sims 2. Ich war ja unsicher, ob ich Sims 2 oder Sims 3 nehme. Dann habe ich Sims 3 gestartet, habe eine Testaufnahme gemacht und das hat geruckelt und es hat nicht funktioniert und die Aufnahme war so im Eimer und da dachte ich mir, dann nehme ich jetzt die Sims 2 und zwar habe ich mir Folgendes gedacht, kann ich jetzt noch eben sagen, bevor wir hier anfangen. Ich habe ja relativ viele Erweiterungen und ich werde mir jetzt natürlich für das Let's Play auch noch das eine oder andere besorgen. Und zwar machen wir das so, dass ich jetzt nur das Hauptspiel, die Sims 2, installiert habe. Das heißt, keine Add-ons, nichts modifiziert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ein bisschen Musik reingeschmissen. Aber das werden wir nachher vielleicht noch sehen, mal schauen. Oder beziehungsweise eher hören. Ich gehe jetzt ganz spontan an das Spiel ran, habe mir jetzt noch nicht überlegt, was ich an Charakteren mache oder sonst was. Das kommt gleich alles spontan. Aber was ich sagen wollte, von wegen, dass ich Sims 2 nehme. Ja, das Hauptspiel haben wir, also beziehungsweise habe ich jetzt installiert hier. Und ich werde es so machen, dass wir dann jede Aufnahme quasi ein neues Pack dabei haben. Das heißt, jetzt spielen wir mit dem Hauptspiel ohne irgendwelche Sachen dabei, also irgendwelche Add-ons. Und beim nächsten Mal tun wir dann das erste Add-on dabei, beim nächsten Mal das zweite, danach das dritte und so weiter. Das heißt, als erstes wird drankommen die Campusjahre. Die habe ich nämlich hier liegen, erstens mal. Und zweitens mal war es auch das erste, laut Wikipedia jedenfalls, das erste Add-on, was es für Sims gab, also für die Sims 2. Danach kommt, glaube ich, Nightlife und mit den Accessoires-Packs ist das auch noch so eine Sache, das sind ja so Mini-Add-ons. Da muss ich gucken, da muss ich mich gucken, wie ich das mache. Entweder mache ich dann beides rein, also dann bei jeder neuen Aufnahme ein neues Quatsch, Adventure, Accessoire-Pack und ein Add-on oder immer abwechselnd, dass wir, also beziehungsweise immer dem Datum absteigend, keine Ahnung, nee, aufsteigend. Also, das ist am 5. März oder so ist das rausgekommen. 2005, glaube ich. 5. März 2005 ist Campusjahre rausgekommen. Und dann ist im September das nächste rausgekommen. Und dann ist im November das erste Accessoires-Pack rausgekommen. Das Weihnachts-Accessoires-Pack. Und ja, mal gucken, wie ich das mache. Ob ich jetzt immer abwechselnd oder mehrere Sachen. Auf jeden Fall werde ich im Laufe der Zeit auch noch viele benutzerdefinierte Sachen reintun, wie Autos. Das geht jetzt gerade leider nicht, weil wir noch nicht Nightlife drin haben. Und andere Gegenstände werde ich auch noch runterladen und reintun, soweit es eben möglich ist. So, sollen wir das Spiel mal kennenlernen? Oder ich meine, ich kenn's. Also, ja gut, dann gehen wir mal hier auf schön sichtigen. Neue Nachbarschaft machen wäre blöd, weil dann haben wir nämlich keine Männchen drin. Werden wir jetzt sehen. Wir gehen erstmal hier in die Stadt rein. Ich bin schon so gespannt. Ich bin schon so gespannt. Das wird toll. Ich weiß nicht, was ich mir für ein Männchen mache, aber ich sag mal Männchen. Das sind ja eigentlich Sims. So, willkommen in Schönsichtigen. Bei der überhaupt gar nicht übertrieben lauten Musik, die mir hier in die Ohrhörer brüllt. So, in den letzten 25 Jahren ist viel passiert. Mortimer Grusel hat sein Glück gemacht. Die Hübschs haben Wurzeln geschlagen und eine neue Generation Sims hat das Licht der Welt erblickt. Das friedliche und glückliche Leben ist jedoch in Gefahr, als Neuankömmlinge beginnen, Unruhe in Schönsichtigen zu stiften. Rivalitäten und Spannungen drohen, die gesamte Nachbarschaft ins Chaos zu stürzen. Kannst du irgendetwas tun, damit wieder Frieden in idyllischen Schönsichtigen einkehrt? Bild 1 von 7. Gucken wir doch mal weiter. Das ist Bella Grusel. Die kommt auch in Sims 1 vor. Als von Spinnenweb heißt die da mit Nachnamen. Was haben wir hier? Die beiden guten Frauen da. Und hier der. Ja. Okay. Ich glaube, der hat eine kleine psychische Störung hier.
sieht man so ein Tumor ist das, der klebt dem so hier am Kopf dran. Hier auch. Aber das ist ein positiver Tumor, das ist ein negativer Tumor. Das ist ganz einfache Sache. So, hier haben wir die Mutter, dessen Sohn. Ach, das weiß ich noch. Da habe ich angefangen. Oh nein, da muss ich eben eine Anekdote erzählen. Ich habe angefangen, Sims zu spielen, 2006 oder 2007. Da habe ich mir die Familie einfach mal ausgewählt. Da habe ich mir keine eigene gemacht, wie wir gleich machen werden, sondern ich habe einfach eine genommen. Und zwar die hier. Und weil ich das Spiel überhaupt nicht konnte, ich wusste nicht, wofür Mausklicken da war und so. Ich dachte, wenn man auf den Sim klickt, ganz normal, dann nimmt man den dann. Aber dann wählt man das ja so aus, so ein Menü. Und so total primitiv und so habe ich dann die Familie ausgewählt. Und so nach einer halben Stunde war das kleine Baby vom Jugendamt abgeholt worden. Der Typ war verbrannt und die Frau lag weinend in der Küche. Also, ich gehe hier mit ganz positiven Erfahrungen in dieses Spiel rein. Ja, ich denke, wir sind jetzt mal bereit zu spielen. Kann ich eigentlich auch mit WASD? Ja, ich kann auch mit WASD. Cool. Brauche ich meine Hand gar nicht so verkrüppelt über die Tastatur legen. Sondern das geht auch so. That's amazing. So, hier haben wir... Jetzt will ich mich mal gerade ein bisschen umgucken. Da geht's... Da oben kann man auch noch ein Grundstück hin tun, glaube ich. 239.000, 61, 53, 28.000. Am Anfang hat man ja nicht viel Geld, da hat man 20.000. Und da wollte ich dann erstmal gucken. Wir machen uns am besten erstmal eine Familie. So. Le Familia. Bei wunderbarer Bazar-Musik aus unseren nahöstlichen, freundschaftlichen Ländern. Keine Ahnung. Für den guten Geschmack. Ich habe hier gerade so eine Dose. Da steht drauf, für den guten Geschmack. So, Familienname eingeben. Wie nennen wir uns denn? Moment. Muss mal gerade kurz überlegen. Mache ich das? Hier liegt gerade... die Hülle von GTA San Andreas rum. Deswegen bin ich gerade auf eine lustige Idee gekommen. Ich mache das einfach mal. So. Ja, der wird, ich weiß, der wird nicht so geschrieben. Ich dachte, ich bin jetzt mal lustig. Aber Karls, ich wollte jetzt Carlson schreiben, aber Carlson Johnson hört sich natürlich auch an wie, ja, wie hingekackt und hingeschissen. Carly. Nee, wir nennen ihn jetzt einfach Karl. So. Was vielleicht auffällt, ich spiele ja in 1080p, das heißt, ich habe eine wunderbare ganze Fläche des Bildschirms. Trotzdem ist hier alles leer. Und hier befindet sich alles. Hier befindet sich der Sim und dieses ganze Auswahlfenster. Das ist ein bisschen dämlich gelöst. So. Der ist etwa so. Dann ist er ein... Na, er ist ein Erwachsener. Auf jeden Fall. Carl. So, jetzt haben wir nämlich hier die ganze Zeit das Ding in der Fresse hängen. Anstatt dass es bei da drüben klebt. Nein, es muss natürlich da hängen. So, wie sieht der denn aus? Ja gut, der sieht ja eigentlich... Den kann man sich ja eigentlich selber gestalten, wie man will. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal einen. So. Ich mach mal den Carl Johnson, wie ich ihn quasi gehabt hatte. Muss gerade mal überlegen. Was hatte der denn? Hatte der denn ein Afro? Afrojack. So, hier, das... Ne, der hatte, glaube ich, so eine Frisur, so eine Fahren-Urlaub-Frisur. Irgendwie sowas in die Richtung. Normalerweise nehme ich immer die, weil die entspricht in etwa meiner Frisur. Also zumindest früher hatte ich das so. Mittlerweile eher so... Hallo, Leibers Volk. Nein, nein, so eine Frisur habe ich natürlich nicht. Ich habe eher so ein unförmiges Gekrüssel auf dem Kopf. Der kann auch Hüte aufziehen, ne? Der kann, kann der auch, glaube ich, im Spiel. Sowas hier eher nicht, aber ist natürlich auch lustig. Aber ich glaube,
Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der jemals einen Hut getragen hat. Ich meine, man könnte dem CJ auch so eine Mütze kaufen. Ich glaube auch so eine. Ich weiß es gerade nicht. Wäre natürlich jetzt interessant. So was nicht. Fukuhila kommt auf gar keinen Fall in Frage. Das will ich nicht mal den Sims antun. Auch wenn wir sie nachher qualvoll sterben lassen, aber Fukuhila geht gar nicht. Machen wir mal. Ja, wir haben jetzt hier 12 Frisuren oder so und hier fällt es mir jetzt schon schwer. Ich nehme einfach mal die hier. Sekunde. Gerade eine dezente Hustenattacke vorgetäuscht. Dann gehen wir mal weiter. Das Gesicht lasse ich mal so. Dann kommen da. Ja, da kommen auch immer die verkrüppelsten Dinger raus, ne? So, dann nehme ich einfach mal die hier. CJ. So, Augenfarbe hat der gar nicht. Der hat gar keine Augen. So. Eine Nase. Hat der eine Nase? Mal gucken. Gibt es hier irgendwie ein Bild von dem? Der hat eher so eine. Sowas, ne? Hat der eher. Ja, nicht ganz. Sowas hat der auch nicht. Nee. Ja, es sieht aus wie eine Behinderung. So auch nicht. So auch nicht. Ja. Das ist ätzend, dass das Fenster hier in der Mitte hängt. Ganz ehrlich. So, das ist ein bisschen zu groß. Gibt's hier keine normalen Nasen? Ich meine, ich heiße ja nicht Pinocchio Johnson oder so, sondern naja. Auch aus wie der große Hans. So, dann machen wir einfach mal. Gut, dann kriegst du halt so eine normale Nase. Dann mache ich die mal ein bisschen Ticken breiter. Und ein bisschen. Ach, die Brille verändert sich dann. Das ist natürlich auch interessant. Guck mal. Smeargol! Ja, egal. Ich will die nicht ganz so lang haben. Das ist mein Problem. Dafür so ein bisschen breiter. So. Kriegt er jetzt einfach die Nase so. Bisschen. So. Zack. Ich will da jetzt nur durchrushen. Jo, dicke Lippe riskieren. Weißt du? So sieht doch kein Mensch aus. Gesicht wie so eine Kloschüssel, ey. Nee. Nee. Weißt du, so was? Wie viel Liter Botox hast du denn dann da drin? Ein Gesicht, ey. So. Machen wir mal hier. Bisschen dünner. Nee, sieht zu affig aus. Schwierig, schwierig. Nehmen wir die, machen die ein bisschen größer. Bisschen weiter runter, bisschen breiter. Bisschen komisch gucken. Oh, fette Sache. So. Das ist CJ. Jo. Kriegst auch noch so ein. Ey, weißt du, ein Kinn wie ein Schneepflug, ey. Also, es sieht nicht mehr aus wie CJ, das sieht aus wie. Wie, keine Ahnung. Jörg Kachelmann oder so. Make-up, ich glaube nicht, dass ein Gangster-Rapper Make-up trägt oder was auch immer ist. Gangster, zumindest Gangster. Gangster-Rapper kann ich jetzt nicht bestätigen. Lassen wir das. Der hat aber auf jeden Fall eine fette Sonnenbrille immer auf.
Eigentlich ist die schon ganz gut. Jeder trägt die hier, ist vielleicht noch ein bisschen besser. So was trägt er eher nicht so ein. Warte mal, hier so. So was. Jo, TJ. Naja, ich glaube, die hier ist schon ganz gut.